Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Konyo-Box von Omika. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Konyo von Omika, das Ganze am 1. Juni 2018 erschienen. So sieht das Ganze aus. Bevor wir das Ganze aus der Folie holen, nehmen wir noch kurz diesen Sticker hier zur Kenntnis. Und zwar lesen wir hier: limitierte Fanbox Album, Primo Bonusalbum, Instrumentals, DVD, Mundschutz, Bandagen, Tanktop, Poster und Sticker. Dann haben wir noch einen FSK 16 Aufkleber. Dieser aber, soweit ich das beurteilen kann, auf der Box und nicht auf der Folie. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. So. Und uns dann im Detail ansehen. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, der FSK 16 Sticker ist uns erhalten geblieben. Der befindet sich hier auf der Box Vorderseite. Können wir hier natürlich auch abmachen, nachdem es nur ein Sticker ist. Sehr schön. So. So sieht das Ganze dann aus. Wir lesen hier oben in weißer Schrift Omika und darunter Konyo. Und dann haben wir den guten Mann hier abgebildet. Böse schauend, oben ohne, mit dicker Kette um den Hals. Und Mundschutz ist auch am Start, Konyo Mundschutz. Und dann lesen wir hier noch in einer speziellen glänzenden Schrift 315. Auf der Seite das Logo von Omika und dieser rote Stern hier. Darunter noch ein Barcode. Oberseite ebenfalls Omika. Rechtsseite ebenfalls und Unterseite wieder das Logo. Auf der Rückseite haben wir hier auch wieder den Inhalt aufgelistet, wie auch schon auf dem Sticker auf der Folie zu sehen. Und darunter ein Omika Konyo und auch wieder hier 315. Konyo, meines Wissens Spanisch und ein Kraftausdruck, ein Schimpfwort. Heißt so viel wie Scheiße, verdammt. Kann aber auch für andere Sachen stehen, also ist sehr, ja, sehr individuell einsetzbar, dieses Wort, sagen wir es mal so. So, dann haben wir hier einmal einen Tanktop, einen Mundschutz, das Album, die Instrumentals, eine DVD, Bandagen, Sticker und ein Poster, jede Menge Inhalt. Die Box von innen glatt weiß, machen wir mal zur Seite. Und dann kommen wir zu den einzelnen Inhalten. Nachdem hier sehr viel noch in Folie eingeschweißt ist, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Und zwar haben wir hier einmal das Album bzw. die Instrumentals in Folie. So, einmal die Instrumentals, diese im Digipack, sehr schön. Dann haben wir hier einmal das Album an sich, inklusive des Bonusalbums. Dann haben wir die Bandagen. Einmal zweimal und dann haben wir auch den Mundschutz. So, nachdem wir jetzt alles aus den Folien befreit haben, starten wir jetzt mit dem Inhalt an sich. Und zwar haben wir hier einmal das Album, auch hier wieder das Gesicht, der ja, Schulterbereich von Omika abgebildet. Omika lesen wir hier, Konyo. 2 CD, Standard Toolcase. Auf der Seite lesen wir auch wieder Omika Konyo. Und auf der Rückseite haben wir 15 Tracks an der Zahl, diese auf dem Album. Und dann haben wir CD2, Bonusalbum, das nennt sich Primo. Und hier haben wir 9 Tracks. 9 Solo-Tracks kommen dazu. Und wir haben bei diesen 15 Tracks des Albums Features. Und zwar haben wir 3, 4, 5, 6 Features an der Zahl. Wir haben Features von Syllable Spill, Big R, Olexesh und Mortel, also deutsche Features.
Und dann haben wir, was mich sehr überrascht oder sehr freut, zwei Army-Features mit drauf, und zwar Be Real und Zendog von Cypress Hill. Nicht schlecht, dazu gab es ja auch bereits die Videoauskopplung, also Omeka in Los Angeles seine Idole getroffen. So sieht das Cover aus, kennen wir bereits. Dann werfen wir mal einen Blick ins Booklet. Omeka hier wieder oben ohne. Diese Aufnahme dürften wohl in L.A. entstanden sein, als er da in den Staaten war. Und dort wurde auch die DVD gedreht, die dem Album beiliegt. So sieht es aus. Also, schöne Aufnahmen sind da entstanden. Und dann haben wir hier zum Abschluss noch die Danksagung bzw. die Copyrights. So sieht das aus. Omeka Konyo lesen wir hier noch. Und dann haben wir hier noch zum Abschluss Credits und Social Media. Gut, das Booklet machen wir mal wieder rein. Dann haben wir die Album-CD Konyo in Rot und Weiß mit schwarzem Stern in der Mitte. So sieht das aus. Und dann haben wir noch das angesprochene Bonusalbum. Und zwar haben wir hier Primo, die 9 Tracks zusätzlich. Und hier nochmals Omeka mit Konyo-Schriftzug abgebildet. Dann haben wir die Instrumentals in einem Digipack. Freut mich sehr. Album, Cover, ident. Wie auf der Standard-CD, wie auf dem Standardalbum. Allerdings hier Instrumentals zusätzlich zu lesen. Dann lesen wir hier noch Omeka Konyo Instrumentals. Und das Schöne ist, es handelt sich nicht nur um die Konyo Instrumentals, sondern auch um die Primo Instrumentals. Also wir kommen zu den 24 Tracks auch wirklich 24 Instrumentals dazu. Eine CD macht hier schon einen Abgang. So sieht das aus. CD1 Instrumentals, CD2 Primo Instrumentals. Schön, im Digipack. Dann haben wir eine DVD, Omeka, dieser DVD auch der 16er auf der Box zu verdanken. Hier allerdings aufgedruckt auf dem Digipack, auf dem Digisleeve, auf der Papphülle. Und zwar lesen wir hier Diez Dias Los Angeles, 10 Tage Los Angeles. Also, hier bekommen wir einen Eindruck davon, wie Omeka diese 10 Tage da in L.A. verbracht hat. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass in dieser Doku auch die Herren von Cypress Hill und andere Menschen zu Wort kommen oder zumindest gezeigt werden. So sieht die DVD aus, in Schwarz, Rot und Weiß gehalten. Kommt wie gesagt in einer Papphülle in einem Digisleeve. So, bevor wir zu dem Kampfsport-Equipment kommen, haben wir hier noch drei Sticker an der Zahl. Und zwar einmal diesen hier, in Schwarz-Weiß quadratisch, Konyo Omeka. Dann einmal den Sticker zum Album, also das Cover hier nochmal, ebenfalls quadratisch. Und dann hier kreisrund Konyo 315 Omeka in Rot und Weiß. Sehr schöne Sticker, drei Stück an der Zahl. Dann haben wir ein Poster, einseitig bedruckt. Und zwar haben wir hier auch wieder... Jetzt möchte ich das Ganze irgendwie nicht kaputt machen. Das ist nicht so leicht. So, ich glaube, wir haben es geschafft. Und zwar haben wir hier das Poster und lesen wir wieder Omeka Konyo. Und dann haben wir hier die Fotografie, die Abbildung, die wir auch schon aus dem Artwork bzw. von dem Albumcover kennen. Hier Omeka abgebildet mit Mundschutz. Das Ganze im Hochformat und wie gesagt einseitig bedruckt. Zusätzlich haben wir dann noch ein Tanktop. Zu diesem kommen wir noch gleich. Wir schauen uns jetzt erst nochmal das Kampfsport-Equipment hier an. Und zwar haben wir hier einmal mit Klettverschluss zusammengehaltene Bandagen in dunkelblau. Also, die lassen sich dann hier so aufrollen. Ziemlich lang. Und dann kann man hier entsprechend das Ganze dann über die Hände, über die Finger und über die Knochen, über die Knöchel machen. Omeka lesen wir hier in Rot und Weiß. Also die Bandagen hier mit Logo-Aufdruck versehen. Das Ganze bekommen wir zweimal. Und das ist dafür gedacht, wenn man dann Handschuhe hat.
Also in meinem Fall, meine Boxhandschuhe sehen dann so aus. Dann zieht man diese Bandagen auf die Faust und dann mit diesen gemachten Bandagen, das ist für Anfänger relativ schwierig, das aufzubinden oder abzuwickeln, die Bandagen. Deswegen, da gibt es sicher viele Videos, wo ihr das lernen könnt. Und dann inklusive dieser Bandagen fährt man dann in die Handschuhe und kann dann entsprechend mit Hilfe dieser Bandagen boxen. Das Ganze dient eben dazu, die Hände, die Gelenke etc. zu schützen und zu stabilisieren. Und zusätzlich zu diesen Bandagen haben wir dann auch noch einen Mundschutz und der kommt in so einem Plastikcase, klassisch, wie man das vom Mundschutz kennt. Die sind dunkelblau gehalten und hier lesen wir auch wieder Konjo mit rotem Stern. So sieht er aus. Ja, zum Vergleich, ich habe auch einen Mundschutz in Verwendung beim Kampfsport, meine in dem Fall in schwarz und weiß. Also wenn man das Ganze dann aufmacht. Also es ist nicht unüblich, dass die von vorne beschriftet sind. Meine in dem Fall schon etwas länger in Verwendung und in Form gebracht. Falls ihr diesen Mundschutz verwenden wollt, also in dem Fall den von Omic K, diesen Konjo Mundschutz, dann empfehle ich euch, das Ganze entsprechend einer Anleitung zu behandeln, also in heißes Wasser ein paar Minuten zu legen und dann entsprechend in den Mund zu legen und einzupassen, damit das Ganze dann wirklich auch eurem Kiefer, euren Zähnen entspricht, damit ihr die entsprechend verwenden könnt. Und ja, was vielleicht viele verwechseln oder glauben, dieser Mundschutz ist jetzt nicht dazu geeignet oder nicht unbedingt die Garantie, dass euch keine Zähne ausgeschlagen werden, sondern dieser Mundschutz ist vor allem dazu da, euren Kiefer, die Zähne zu stabilisieren, damit ihr, während ihr kämpft, darauf beißen könnt und dass das Ganze etwas in Form ist und jetzt nicht so einen lockeren Kiefer habt und auch entsprechend vor Gehirnerschütterung oder sonstigen Sachen vorzubeugen. Gut, dann haben wir zusätzlich noch zu diesem ganzen Kampfsport-Equipment passenderweise ein Tanktop. Dieses in weiß gehalten, in schwarzer und roter Schrift. Omica Konjo lesen wir hier auf der Brust. Ansonsten blank weiß. Und dann haben wir hier ein Gillen Softstyle vorliegen in der Größe L, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße Tanktop mit dem schwarzen und roten Aufdruck. Und zwar lesen wir hier Omic K Konjo. So sieht das aus. Relativ schlicht gehalten, Interpret und Albumtitel. Allerdings von der Farbkombination schwarz, rot und weiß gefällt mir das richtig gut. Kann man gut anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Tanktop in der Größe L. Dann der Mundschutz inklusive Plastikcase. Zweimal Bandagen in dunkelblau. Drei Sticker, einmal quadratisch, zweimal quadratisch und einmal kreisförmig. Dann haben wir die DVD, 10 Tage in Los Angeles, die kommt im Digisleeve in der Papphülle. Die Album Instrumentals im Digipack, zweimal, also Album Instrumentals und Bonusalbum Instrumentals. Das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Und natürlich das Album an sich im Jewelcase inklusive Bonusalbum. So, das alles in dieser wunderbaren Box. Konjo von Omic K. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Omic K unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.